Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Fate Grand Order. Ich bin es, euer Sieben Muffix. Und wir werden hier gegen ganz nette Gefährten hier, so wie es aussieht, hier geführt. Wie nehmen wir denn da? Keine Ahnung. Zumindest einfach mal so in der Hinterhand. Beim letzten Mal haben wir hier weiter unsere Aufgaben hier erfüllt für Uruk. Haben hier geholfen, hier unter anderem einige Geister loszuwerden und. Warte mal, ich nehme jetzt hier meine gute Jackie. Genau. Und dann schauen wir mal. Naja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wohin unser Weg uns schön als nächstes führt. Ich habe nur gerade leider gar keine Ahnung, was ich hier für Party nehmen muss. Wir haben dazu noch einen seltsamen Obdachlosen gesehen, der uns hier eine mysteriöse Botschaft hier überbracht hat. Was wir mit der anfangen können, weiß ich aber noch nicht genau. Ja, ich passt das nicht so gut zueinander. Wenn ich da jetzt anstatt ihn eher Cäsar reintun würde, glaube ich, wäre das eigentlich cooler. Dann nehmen wir nämlich hier so. So. Dann nehme ich auch ihn nicht ran. So, Mecha Elichan bringt mir aber auch ehrlich gesagt nicht so richtig viel. Soll ich einfach mal BDWR mal wieder einpacken? BDWR! Ja, komm, wir müssen noch mal ein bisschen hier testen, weil ich meine, Riders werde ich irgendwie platt machen. Das ist eine fiese Kombi irgendwie. Aerial Drive, der Mendodat und ach, im Hintergrund habe ich da noch ein paar Ersatzmänner. Ersatz-Ossis. So. Ich werde so. Zack. Okay. Und ja. Das wird schon schief gehen. Werden wir schon schaffen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer jetzt kommt. So. Damit sollten wir uns auch übrigens im nächsten Kapitel finden. Oder auch nicht? Ich dachte, wir schon im nächsten Kapitel. Okay. Und go. Don't go. Und leave. Don't leave me. Alone again. Don't leave me again. Das ist sicher Gildemarsch. Das ist. Come back. Come back once more to me. Once more. Just once more. No. No. Never again. Ever. Love me again. Vielleicht ist es doch nicht Gildemarsch. Vielleicht. Ich weiß es nicht. What is this? It is original sin. This is mankind's original sin. There are different kinds of sin. To harm others. To deceive others. To envy others. To take the lives of others. These are all evils that mankind hold. These are all toxins that affect only mankind. However, this is the oldest evil of them all. The original sin. The sin of parting from and leaving paradise. Ah, but... Life was born from the sea, the primal sea, Namu, the goddess of the beginning. To mankind, the goddess is the sea itself. The roaring of the waves become a voice to expose your sins. Never forget that. That voice is your original sin. This name shall become your savior. That name is... How sad. Blub, blub. Damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Section 5. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. So, oh, können wir wieder Gilgamesh treffen. The council is our report. We couldn't share the sheep. And we ended up having to eradicate the surrounding demonic beasts. I see. How boring. What's the matter, high priestess? Do not stop reporting. Don't mind them. There was evidence of a summoning at the altar of Aeana. As expected. Us, those whom were working at the time. A ritual of that scale must have required them to clear some people ahead of time. Look for people who were suddenly given days off. That will be your lead. And that concludes our report. We are supposed to help make some sweets and it somehow turned into the Great Uruk Dessert Championship. How does that happen? I don't understand. You soldier, what do you want? Don't waste my time. Save no good eyes appeared. At this point, all of the offspring of Tiamat have been spotted. Send 200 more units of firewood up to the northern wall. The poisonous dragon Basmu will soon appear there. Boil water and be through with the sterilization. And that concludes our report. The investigation of an affair somehow ended up in a deadly underground revolt. King Gilgamesh?
I was in the middle of my report. Would you focus over here, please? I've heard your report, Sidori. Close the book. You just interrupted the best part. Given her the belt of Nida from my treasury, it'll be more than enough for the Temple Matron of Erish. Ich glaube, er hört uns dazu. And that concludes our report. Senpai solved the argument over the rising prices of mutton and milk with a single remark. Let them eat beans. Wait, you're saying that was all it took? How are beans better than mutton? Ah, don't tell me. You sold those beans and told them to pair with ale. No, that's no good. It's too early for work. We can't have people enslaved, working only for beans. King Gilgamesh, pots are building up, so let us return to the matter at hand. I see. You're right. Fine, continue, Kalians. You may leave now. Akzeptiert er uns jetzt? Hat er uns einfach ignoriert? Keine Ahnung. So, now for this day's report. King Gilgamesh is a busy person, so let's make it quick for him. It's becoming sort of fun though. Oh mein König, wir sind wieder da. And that concludes our report. Ich mag dieses Musikstück so gerne, was hier läuft. We shall take our leave, King Gilgamesh. We're sorry to have taken up your time. No, wait a moment, Maxi. Did you just say my name? Mein König, erinnerst du dich an meinen Namen? Ich bin diese Ehre nicht würdig. What of it? If your name is worth uttering, then it's only natural for me to do so. I kenn meinen Namen. You've made quite a bit of progress. I've been hearing many comments from the citizens of Uruk about your work. Your work was not that interesting. However, I must take public opinion into consideration as well. Maxi of Kaldea, I'm sure you're getting bored of all that petty tasks now. I shall grant you a pass to go outside of Uruk. Spread your wings a little. My king, more details please. I'm not your king, I'm Uruk's king. Aber er ist mein König. Bitte halt doch Ozzy weiter an. Oh wait, I suppose it's the same now. Insolent fool, how dare you to make me correct myself in just a trivial matter. Es tut mir leid. Ask Merling for the details. I expect good. No, I expect an amusing report from you. Mich hat das sehr interessiert, wie das mit diesem Essen-Contest war. Senpai, Merlin, we did it. We've gotten a direct order from King Gilgamesh. Fufu! Ah, yes, congratulations, you two. Even I didn't expect the king to give in so soon. You will head to the city of Ur in the south. Your objective is to investigate the forest from which no one has yet returned. I wanted to lie around and do nothing a bit longer, but I suppose there's no choice but to go. Maybe it's time to move the pawn forward. Not Maxi! I hear it from Lady Syria. How wonderful! I feel just like when Emperor Go Shirokawa awarded me with my titles. Yes, truly. However, Lord Shirokamaro, that is not a very auspicious example. Thank you, both of you. It's a shame we can't tell Leonidas now, but I will let him know when we come back. Not only that you're going to investigate Ur, I would have been able to accompany you yesterday. But I've received word from Lord Leonidas that something happened at the demonic front, so I should hurry over there. Truly unfortunate. Alright, Banking, let's do the thing to congratulate Maxi's promotion and to wish for the safety. Oh, that. Well done, Lord Maxi and Lady Mesh. Head outside. Shibakamaru, why is the sword drawn? Ha, and this is a pinky. The two of us shall wish you the safety and success for your trip. Come, it's just a practice battle to get you fired up. We are definitely not thinking of defeating you to trade jobs and head to ourselves, so do not worry. This is completely ridiculous, Master, but I guess we have to. Let's fight as quick as warm-up. Okay, liebe Leute, das war eigentlich mal klar. Ich hab's ja schon mal gesagt, Leute. Weiblicher Rider! Es gibt nichts Schönes in diesem Spiel, Leute. Ich würde mir wünschen, dass jeder finale Boss in jeder Kampagne ein weiblicher Rider wäre. Aber Uschi ist ja eigentlich nicht böse. Okay, Benke wird das größte Problem. Hoffentlich kann ich den mit Caesar und Billy wieder wegnuken. So. Aber Uschi
Ishivakamaro. Könnte ein kleines Problem werden. Das Problem ist, was ich jetzt auch habe, dass ich keine Arztkarten hier so gut habe. Und es sehr schwer werden kann, Arztkarten herauszuholen. Und mein Caesar gleich am Anfang stirbt. Wampe, du darfst nicht sterben! Mendoza, liebe Leute! Mendoza! Er sagt es. Jetzt hatte ich eine Arztkarte mit schön, aber egal. Haben wir das raus? Mendoza, ich liebe es, Mann. Ich kann es den ganzen Tag sagen. Alter, doch der gegen Caesar! So, jetzt gib mir mal das hier. So, dann. Das muss ich unbedingt öfters einsetzen. Das hat doch eh nur 5 Züge Cooldown. Das ist so gut, Mann. So. Warte mal. Nein, nicht das da, aber das da. Bis jetzt hat Betty wieder nur zugeschaut. Betty. Crit the Damn. Oh, Mann, ja, awesome. Komm, was muss ich? Nicht gut. So, jetzt hat sie MP voll. Aber. Ich meine jetzt erstmal. Zack, zack. Ah, komm, Betty. Danke. Genau das war der Plan. Genau das war der Plan. Also, jetzt verlasse ich mich auf Betty. Ansonsten habe ich echt ein großes Problem. Aber Betty. Nein, ich weiß nicht. Wie hoch ist die Chance, dass Betty W es schafft, den mit einem Zug down zu machen? Obwohl, ne, ist mir nicht wurscht. Ist mir nicht wurscht. Betty, du musst den nicht down bekommen mit einem Zug. Ist mir wurscht. Danach kann ich immer noch Jackies MP raushauen. Passt doch. Dann ist zwar ihr MP-Ding da weg, also von den beiden aber egal. Nein, da. Oh Gott. Hätte mir gar keine Sorgen machen müssen. Schade. Na egal. Weil ich Jackies MP rauskomme, das wäre Ultra Kill geworden. Ultra Instinkt, liebe Leute, Mann. Nein! Ich gehe erstmal auf Crash Kurs. Ihr habt nicht das Gerätsel gesehen. Ja, gut, der Rest von euch würde eh sterben. So. Und dann. Jackie, Jackie. Oh, oh. Jackie, Jackie. Oh, oh. Jackie, Jackie. Oh, 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 oh. Irgendwann werde ich ein Lied über sie singen. Dass die Nachwelt erhalten wird. Dass mein kleines Mädel hier auf dem Bazar die Arme Uzi zerstückelt hat. Hey Leute, Mann. Und das ist jetzt. Das ist jetzt nur 100% Start. Also, stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier 200% gehabt, Mann. Alter Falter, also hätte ich es nach BDVS-Attacke reingemacht. Das ist ja Insta-Killed. Das war ein schöner Fight. Ist immer Kamado? Ich mag dich natürlich ganz gerne, aber eigentlich finde ich es awesome, wenn du meine Feinde bist, weil ich kann dich gut platt machen. Splendid. With this case, you shall win today, no matter what awaits you in Ur. Indeed, we are most assured now in sending you off. However, please do be careful. It isn't just soldiers that haven't returned after heading into the jungle. Two other rock spirits, King Gilgamesh summoned, Amakusa Shiro and Fuma Kotoro have not returned either. Was? Shiro? Is it a runas? Is it a Bösewicht of Apocrypha? Fuma kenne ich nicht. Ah, doch, kenne ich es. Assassin. Lord Amakasa and Lord Kotaro. I had thought perhaps the Twin Arm Brigade would. But. Der Kinder. so many sons from Japan. Exactly. The only Ibaraki and Tomei Gozan were here, too. Ibaraki broke off and disappeared somewhere. But Tomei Gozan faced Gitabilo, the general of the demonic beast, and they took each other out. Baraki was muffing off, saying she was going to organize a bandit group in this era. So I scared her and she ran off. As soon as I find her as part of the Minamoto clan, I shall take responsibility in looping her head off. Though, since we are talking about that Oni, I'm sure she's doing nothing more than fighting in some ruins. Ibaraki Doji, eh? Don't think we have it. Die haben wir schon getroffen. A lot of things happen, huh? Are you done with your goodbyes? We'll be on our way soon, ready? Oh yes, we'll be right there. Ushiba Kamaru, Benkei, thank you very much. We're grateful to accept your parting words. Likewise,
Growing up in the mountains, I could only provide a poor celebration, but it was a good, fulfilling battle. We eagerly await your turn. While you are gone, leave the protection of Uruk to us. Thank you. We'll be on our way. Dankeschön. Ach, die sind mir alle so sympathisch, man. Das ist so wieder so eine richtig nette, freundliche Truppe. Sie sind schon kommen, die werden alle sterben. Also, zum ersten Mal gehen wir wieder mal außerhalb von Uruk und jetzt geht's erstmal nach Bok. Und jetzt heißt es Welcome to Jungle. Oh, Merlin, ja, liebe Leute, man. Den packt man natürlich ein. Lynchers. Jetzt überlegt man nur, Inkybrow? Ja, oder ich mache, aber ich will lieber Arts Party machen. Machen wir Arts Party. Das hat beim letzten Mal schon gut geklappt. So, dann nehme ich ihn. Soll ich nur Enkidu mitnehmen? Ach, der kann für Crits das sorgen. Das ist nie schlecht, oder? Tausch mal nur die Karten hier. Du kriegst hier wieder. Zack. Soll ich Merlin einfach reintun? Ach, Merlin ist eigentlich nie schlecht, oder? Oder? Ich tue einfach Vlad rein. Das ist natürlich auch gar keine so schlechte Idee. So, was macht eigentlich die? Recruiting Strength, ja? Das ist auch nicht unbedingt schlecht. So, und Betty, wer, du hast es einfach mal verdient, ein bisschen in der Hinterhand zu warten. Hat auch mal Pause verdient. Okay, dann marschieren wir jetzt einfach mal rein in diesen, in diese lustige Welle. In der Hoffnung, dass wir den Grund des Verschwinden hier finden. Und wenn wir uns überlegen, dass hier ein Ruler verschwunden ist, liebe Leute, und wir Ibaroki Duji schon getroffen haben. Und ja, eigentlich mal gar nicht so schwach ist. Könnte das eine sehr interessante Begegnung hier werden? Ich hasse die Mushusus. Immer was gut, dass ich Lancelot mitgenommen habe. Ja, sehr gut. Hast gleich ausgemuschus. Merlin hat also ganze Merlin ist schon überpowered. Der hat jetzt zwei Moves gemacht und 75% einfach 50%. Das hat er drei Schläge abbekommen. Einmal war ein Kombo und ein Schlag herausgegangen. Dann haben wir 75% Charger schon, Mann. Zum Monster, Mann. Aber irgendwann werde ich auch einen Merlin haben. Der Tag wird kommen, liebe Leute, Mann. Der Tag wird kommen. Ich weiß zwar nicht, wie lange es noch dauert, aber es kommt. So, bin in meinem Laden und töten, bevor er hier eigentlich erst in Aktion trifft. Könnte es aber ruhig Level 90 sein, Merlin, gell? Wenn du schon immer so arrogant hier rumhoppst. Also, okay, was kommt jetzt? Oh, in Ordnung, voll in Ordnung. Das ist sehr nice. Sir Critterlord ist da! So, dann haben wir schon mal zwei niedergestreckt. Also, ihr müsst mit einer Karte critten. Hoffentlich kriegt er das hin. Aber ich denke mal, es würde jetzt eigentlich nichts dagegen sprechen, dass wir jetzt nicht mal eine von unseren Göttinnen hier treffen. Würde nämlich schon stark Sinn machen. Kommt bitte eine Arztkarte mit Lancelot? Oder. Das sieht man uns auf. Nehmen wir uns auf. So, critted den jetzt hoch. Okay. Auch gut. So, und jetzt bitte eine Arztkarte mit Lancelot. Ja, doch, mit Lancelot. So. Nö, das ist jetzt auch nicht schlimm. Nö, ist eigentlich richtig entspannend. So, Lancelot critted nämlich. Gut. Du machst mal deinen Guts an. Überpowerten Skill aktivieren. Und dann legen wir los, oder? Kazaki Ben. Orondoro Volordo. Und dann noch eine Buster Card. Schöner Fight. Mit Merlin lockt das einfach, Mann. Aber ganz herzhaft, Vlad ist einfach auch gebracht, was eigentlich auch im Endeffekt gut zu Lancelot.
Weil, ich meine, jetzt nicht vom Überleben, also vom Überleben sind sie sich eigentlich wurscht, aber da auch Lancelot ja Kürzers generieren kann und Vladia mit seinem MP auch Kürzers generieren kann, waren sie eigentlich schon ziemlich nice zusammen. Ich meine, Vlad braucht ja nicht unbedingt Kürzers, um hier super stark zu sein. Okay, das ist eine Party. Und ich meine, jede Party wird sich mehr lehnen über Party. Du droppst sie dir echt nice, Mann. Wo wir früher immer so eine bronzene Erfahrungskarte erhalten haben, kriegen wir immer hier Material. Auch wenn ich diese Poisonous Needle inzwischen bei so vielen Events gesammelt habe und noch nicht eine einzige benutzt habe für irgendein Skill. Eben muss schon nur so heiß appeared. The number of demonic beasts from the north just keeps on increasing. Yeah, if that many of the 11 offspring have shown up. Soon you start hearing people claiming the goddess of demonic beasts is the same as Tiamat. Tiamat? A goddess of creation in the world of Mesopotamia. It is said she is the mother who gave birth to all of the gods. Tiamat is one of the primordial gods of Mesopotamia, or perhaps she should be considered a first generation god. In Mesopotamian mythology, the universe is called Anki. An means heaven of god, and Ki means earth and goddess. The goddess brings forth life, and the god of rules it. That's how the relationship is. Back when what was above was not called heaven and what was beneath was not called earth. The god Apsu mated with the goddess Tiamat and gave birth to many children, the gods. But as the children grew, they desired power and they rebelled against Tiamat to widen the world. Tiamat was saddened and angered by her children's betrayal and created new children. But they were only Ki, incomplete creations that lacked An. As a result, these new children were not gods. Instead, they were twisted, terrifying beasts, the 11 offspring of Tiamat. And the seven-headed serpents known as the Musmau, the wicked water snakes known as the Usumgalu, dragon beast the Basmu, the poison snake, Babylon's dragon Moshusu, the terrifying snake, two-faced beast the Lamu, the mysterious child. There's no description of its form in the book, so I can't tell you more. Giant beast Ugala, giant son, the lion dog, Uridimu. Giripatulu, the wise, the scorpion man, until the 3 months ago, it was the commander of the demonic beast. Aber dann kam Ibrokidoti. Tomegozen sacrificed herself to slay Giripatulu. It's thanks to her that our battle line still hold. Evil spirit Umudabruta, the firestorm. The winged mermaid Kululu. Lastly, Minotaur Kuzariku, the sun follower. Is that all of them? In the Mesopotamian creation mythos, these creatures fought the gods alongside Tiamat. They were commanded by the god Kingu, the one chosen by Tiamat. But the army of the gods, with the help of the new god Marduk, were so powerful they defeated Kingu. Tiamat bit hard into Marduk. But he defeated her with a final strike from his bow. Tiamat lay there defeated, and the gods ripped her body apart, turning it into a land that floats on the sea. That was the land of Mesopotamia, a world created from the body of a fallen deity. Wie arrogant er lacht die ganze Zeit. Well, it's pretty typical creation myth. The body of Earth Mother is used as soil to create the world. It is a theme seen in other mythological tools. A goddess creates life, but when she turns to chaos, she becomes the enemy of humanity, the mother of demonic beasts. It's an authority called Potnina Teron, the womb of 100 beasts. Anyone with this authority possesses the seed of life. They can make an infinite account of monsters, provided they have the resources. Based on the number of demonic beasts, the goddess to the north likely has this authority. Yeah, and as a result, the people of Uruk see the goddess of demonic beasts as Tiamat and fear her. Well, it makes sense. The offspring of Tiamat are actually all here. Regardless of her true name, her authority and the sheer number of her forces make her the greatest threat. I wonder if King Gilgamesh has some kind of plan. The enemy really is Tiamat. If we just keep defending, we'll eventually be overwhelmed. Well, that's a problem for later. For now, we need to focus on the south, not the north, Roman. Once we cross the Euphrates, we'll be at war. Maxi, are you ready? Make sure you're well prepared. If you're unlucky, you'll be forced to fight the second goddess.
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Also, Tiamat. Das könnte problematisch werden. Also, okay, dann rüber über den Euphrates und auf nach Ur. Doch, bevor wir hier mit Ur anfangen und schauen, was uns hier im Dschungel erwartet, machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Fake Grand Order. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.